von Freund. Das ist Freund. Freund. Ein Freund. Mit OI. Und langgezogen. Freund. Mit H. F-R-O-I-H-N. Ohne D. Immer noch sind die von anderen. Christoph von Counter-Strike. Ach, ist er von Payday weggekommen? Nee, ich glaube, der zockt dann gleich direkt wieder Payday. Das ist ein Scheißspiel, ja! Dann zock ich wieder Payday. Ich glaube, der hat jetzt schon, weiß ich nicht, über 1000 Stunden oder so. Payday. Ey, ich meine, du bist ja auch schon bei 100 Stunden. 110. Dota. 110? Du hast doch die 100 erst vor, weiß nicht, 2 Tagen oder so. Ja, aber seitdem habe ich halt ziemlich viel gesucht. Ich sag halt weg von mir. Könnt ihr ja gleich mal gucken. Gott sich halt mal rum. Ja. Aber letztendlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Ist da die Tante Vicky? Wer ist Tante Vicky? Wer bitte ist Tante Vicky? Oh, wenn ich diagonal hätte fliegen können. Das muss ich eine Treppe fliegen. So kacke. Okay, ein Teil. Ey, das ist doch von Konami das Spiel, ne? Ja. Gibt's da nicht noch irgendwie Konami-Code oder so? Wie war das? Runter, runter, links, rechts, links, rechts. Runter, runter, hoch, hoch, links, rechts, BA oder so? Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, den gibt's hier tatsächlich auch, ja. Das wär's ja. Hoch, runter, runter, links, rechts, BA, BA oder so. Ja, ich weiß, dass das irgendwie sowas war. Ich find's putzig, dass ich rauskomme und den Brand mische. Ich mag, wie die Augen da so groß werden. Lass mal die Musik mal ein bisschen mit. Ja. Was die Musik angeht, hat es ein bisschen was von, also den Stil. Ein bisschen was von Turtles in Time. Hab ich noch nie gespielt. Kannst du mal gucken bei der Christopher Truppler. Let's Play Together. Mit wem? Mit dem Dennis. Echt jetzt? Das sind nur 2 Parts, gehen glaube ich jeweils aber eine halbe Stunde oder so. Achso, okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich jetzt wieder dabei bin. Ich auch, ansonsten lasse ich mich einfach mal gehen rumgehen. Die Jutta macht. In der Hoffnung, dass ich mir noch ein Game. Ein Continue oder so. Noch ein Game Over kriegst? Ja? Du bist Game Over. Ja. Voll das Lava-Level, ey. Ist auch gleich zeitlich eins der letzten, wenn ich mich nicht täusche. Das sieht auch sehr nach Ende aus, irgendwie. Und nochmal Gegner. Ich mach die immer mehr kaputt, als die mir Schaden machen. Tötet mich doch! Töten! Hallo? Hallo? Nee, du darfst nicht sterben. Game over! Nein! Aber warum? Ich hab keine. Wir haben jetzt auf 2 gespielt, ne? Ja! Boah. Ich glaube, wir haben jetzt 2 Optionen. Erstens, wir spielen es nochmal. Genauso wie gerade eben. Mhm. Eigentlich 3. Zweitens, wir spielen es nochmal, aber noch leichter. Mhm. Was dann schon ein bisschen. Naja. Oder drittens. Wir belassen es bei der Aufnahme. Aber ich würde sagen, komm, wir probieren es noch. Ja, aber. Auf 1? Na komm. Weil du es bist. Weil ich seit 20 Jahren nicht mehr gespielt habe. 1. Ich hole derweil dann mal meine Pizza und spiele mit einer Hand, okay? Oh, das ist ja schrecklich. Wir hätten natürlich auch die Option gehabt, dass alle auf mich schießen, ne? Aber. Nee, das ist ja auch doof. Wir. X. Weißt du, das ist so ein Spiel, wo du dann irgendwann anfängst, nur noch AAAA einzugehen. Ja, ich war eben gerade auch echt am Überlegen. Nicht denn da? So. Also, aller guten Dinge sind 3. Ja. Ganz leicht. Also jetzt schießt wirklich fast gar nichts mehr. Denk dran, Propeller tun weh. Guck
mich nicht so zweifeln an. Das ist... Ich mach die Regeln nicht. Doch! Ich hab doch nur den Schwierigkeitsgrad eingestellt. Und ich kann mich noch nicht mal diagonal bewegen, ja? Beschwer dich. Vielleicht spiele ich das dann irgendwann mal selbst. Alleine. Auf Stufen. Was war das höchste? 9. 9? Keine Ahnung. Ja, 7. Vielleicht. Wenn 4 die Mitte war und 1 der Anfang, ja, dann muss es 7 gewesen sein. Boah. Ich hätte mir gern Schuss-Upgrade. Muss ja einsammeln. Das ist ein Herz, guck mal. Brauchen wir gar nicht, aber die Punkte. Wurde ich nicht getroffen? Achso, ich habe ja einen Schuss. Das ist ein Schild. Und da hier fast gar nichts schießt. Aber da fällt mir ein, mein Neffe spielt auch immer auf dem leichtesten Schwierigkeitsgraden, obwohl ich ihm sage, er soll mal höher stellen. Jetzt fällt mir ein, ich hab's auch früher so gemacht. Warum stellt er nicht höher? Weil es kacken schwer ist. Ja, aber nicht. Nee. Ja, kacken schwer ist es nicht. Es ist wirklich machbar, aber. Guck mal, ich spiele da was anderes. Der Trafmist. Ich hab's gerade nicht gesehen, was er jetzt spielt. Irgendwas mit Capitalist. Ich kannte das Spiel. Ich habe 300 Spiele in der Steam-Liste, aber. Meine Steam-Liste wächst auch so ganz langsam. Meine wächst manchmal auf einen Schlag so auf 10 Spiele. Um 10 Spiele. In dem verfluchten Humble-Band. Ich hätte gerne ein Schild. Ich hab eins. Das ist grün. Das heißt, du wurdest schon mal getroffen. Nein. Ich habe das so eingestellt. Es ist immer grün. Ja. Ich mag grün lieber. Ja. Glaube ich eben. So, was haben wir jetzt alles hier? Freunde? Dings? So. Moin. Nein! Kommt der Knopf? Ja, schon wieder. So gehen die übrigens nicht kaputt. Voll. Die hier schießen jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Die springen. Haben die überhaupt schon mal geschossen? Ja. Total unaufmerksam, fällt mir gerade auf. Da ist ein Schild. Schild! Nee. Schild! Ich kann doch nicht diagonal fliegen. Nimm's doch. Ja, vielleicht schon. Oh, da ist immer noch voll Energie. Gleich nicht mehr. Gleich bin ich tot. Instant. Instant Death? Nee, sowas gibt's nur Dings. Silversurfer. Mario. Welches? Wenn du in den Abgrund springst. Du bist so richtig. Nee, ist doch aber springen wir hier in den Abgrund. Ich meine, du bist schon 2-3 Mal runtergefallen in den Abgrund, aber nicht gesprungen. Nicht aktiv. Passiv. Passiv in den Abgrund gesprungen. Was macht das wieder? Den Dreifachschuss. Ich kann nicht diagonal fliegen. Dann hätte ich es gekriegt. Wie lange brauchst du? Ich glaube anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Glaube ich. Ich gucke gleich mal, wenn man einen Endboss gemacht hat. Dann schmeiß ich mal Maps an. Ich glaube anderthalb Stunden. Entschuldigung. Ich hab doch noch einen. Ja, aber jetzt hab ich 3. Ja, noch 2. Nein, ich hab 3. Ja, 2. So, was will ich nicht davon? Nee. Noch schneller. Schon was cool. Und jetzt drauf. Ich finde es witzig, dass wir die Glocken immer mitnehmen. Du die rechts oben, nicht die in der Mitte. Fix. Maps. Ich
Ich hab gar nicht die Glöckchen eingesammelt. Ich auch nicht. Ich war total. Er macht sein an seinem Handy. Mund. Da Mund. Route. Start auswählen. Ja? Es geht weiter. Guck ich gleich. Hat Zeit. Aber ich glaube anderthalb Stunden. Ich bin so schnell. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich mein K-L-U-G. Wo war das her? Simpsons. Das ist Homer irgendwann zwischendurch. Ich bin so klug. Die hier schießen jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr. Ich hab jetzt erst gesehen, dass das Schildkröten sind. Ja, das sind Schildkröten. Normalerweise schießen die auch. Und diese Schlange schießt auch. Und dieser Krebs schießt auch. Und diese Dinger da unten, da ist ein bisschen Energie. Und jetzt ist sie weg. Ich hab sie nicht gesehen. Das tut. Die Tintenfische kommt übrigens erst in die Bildmitte, an der Stelle, an der du dich bewegst. Deswegen kannst du sie auch so ein bisschen austricksen. Komm, dann möchte ich verstehen mit deinem Schuss und machst du. Das ist ja eine Hypnotie. Gut. So, also ich würde sagen, das schaffen wir dann jetzt mal. Wir müssen das schaffen. Ja, wäre praktisch. Nicht unbedingt schlimm, aber praktisch. Also schlimm, wenn nicht. Der Spiel läuft ja nicht weg. Oh, Schlange, geh weg. Auch nicht. Demnächst kommen verlängerte Wochenenden. Schon weg. Nee, ist nicht weg. Guck mir das wieder. Aber die, den Schuss hätte ich ganz klein. Genau! Hast du dieses Schild? Den höre ich mal auf zu schießen. Svenja! 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 Ich kenne keine Svenja. Doch, ich kenne. Nein, hier ist Ronja. Ich kenne welche. Eine wohnt sogar bei uns im Dorf. Sisse. Boah, der Dorf ist ja jetzt nicht so groß, ne? Mein Navi hat mich durch Wege geschickt, ne? Wo ich mir dachte, das wäre bestimmt auch einfacher gegangen. Rechts, links, nochmal links, dann rechts und wieder links. Und ein bisschen durch irgendwelche Gassen durchgefahren. War das so eine ganz enge? Ja. Ja, da fahre ich eigentlich immer lang. Ist vielleicht auch kürzer und schneller und nicht ganz so, weiß nicht. Ja gut, aber für Nicht-Dorfkundige ist das schon ein bisschen merkwürdig dann. Betty! Svenja, Betty, Ike, Inki oder so. Svenja! Ich hab die Svenja wieder. Ich hab 8-mal Kotzerittes. Ich hab 2-mal. Guck mal, wie langweilig das plötzlich geworden ist, das Spiel. Ja, aber dann zum Ende hin sind wir doch wahrscheinlich dann doch froh, dass wir den einfachen Schwierigkeitsgrad genommen haben. Oder gut. Ich glaube, ich werde sehr froh sein. Ich weiß auch nicht, ich meine, wir wären ja schon beim letzten Level gewesen. Das Lava-Level meinst du? Ja. Und was gut. Kommt dann nach. Ja. Hunger. Ich schlucke auf. Sehr cool. Ist schon wieder weg. War nicht so richtig. Ich kann das nicht sagen, ob das dann weg ist oder nicht. Weil dann darf ich immer zwischendurch. Ich denke dann immer, jo, ist jetzt weg und dann 2 Sekunden später geht wieder los.